Leutnant von Baumgarten meldet sich gehorsamst als wachhabender Offizier. Danke. Lassen Sie uns allein. Servus. Du bist schon zurück? Ja, vor einer Stunde. Und schon zum Vortrag beim Generalstabschef befohlen. Hast du Erfolg gehabt? Oh ja. Aber du weißt ja, streng geheim. Ja, bitte. Wir sehen uns doch morgen. Ja, natürlich. Soll ich zu dir ins Glomser kommen? Ja, wie gewöhnlich. Gut. Nach dem Dienst? Gut. Servus. Servus. Auf dein Wohl, mein lieber Zeno. Prost. Dass du überhaupt noch gekommen bist. Deine Wache ist doch schon seit 12 Uhr zu Ende. Naja, und wir haben dann noch nach dem Casino im Café Stadelmeier Karten gespielt. Man kann sich doch nicht so ausschließen. Doch, man kann sich von diesen Dingen ausschließen. Und man soll es auch tun, wenn man Karriere machen will. Das kannst du schon wieder. Man kann nur etwas erreichen, wenn man auf diese sogenannten Offiziersvergnügungen wie Weibergeschichten, Alkohol und Glücksspiel verzichtet. Du bist gut. Wozu bin ich denn dann Offizier geworden? Das will ich nicht gehört haben. Du hast deinen Eid. Sei doch nicht immer gleich so feierlich. Verstehst du denn keinen Spaß? Nein, in diesen Dingen nicht. Du weißt, ich selbst bin der beste Beweis dafür, dass ich recht habe. Dass man nur durch Arbeit und selbstlose Pflichterfüllung eine geachtete Stellung erringen kann. Dir ist ja auch nicht anders übrig geblieben als Bürgerlicher. Verzeih, ich habe das nicht so gemeint. Nachlässig du wieder herumläufst. Sieht so ein Offizier seiner Majestät aus? Ja, ich werde mich zusammennehmen. Überhaupt, das muss sich alles ändern. Ich werde nur an meine Karriere denken und an all die Dinge, die du mir gesagt hast. Aha. Diese Töne kommen mir bekannt vor. Hast wohl wieder Schulden, hm? Ja. Ich werde ein Telegramm schicken müssen an den Papa. Ja, tu das nur. Er schickt dir keinen Kreuzer. Nichts ist schlechter für eine Karriere als Geldgeschichten. Na, wie viel sind das denn? Nur 600. Nur 600, hm. Du hast ja recht, diese Dinge müssen sich alle aufhören. Es ist mir so peinlich, dass ich dich immer wieder damit belästigen muss. Na, ist schon gut. Geheimsachen? Ja, zum Teil. Pardon, ich will nicht spionieren bei dir. Oh, das möchte ich dir auch nicht geraten haben. Wer spioniert, bricht sich den Hals. So, jetzt bezahl sofort deine Schulden. Und ab jetzt Schluss mit Spieltrinken und Weibern. Schluss damit, das ist ein Grund zum Trinken. Prost. Du bist aber nervös heute. Entschuldige, aber es steht für mich sehr viel auf dem Spiel. Wenn es mir tatsächlich gelingt, die russische Spionagezentrale in Österreich auszuheben... Allerhand Hochachtung. Und wovon hängt das ab? Ich erwarte eine dringende Nachricht aus Petersburg. Na also, ich habe schon geglaubt, du kommst überhaupt nicht mehr. Entschuldige, wenn ich sage, ich komme, dann komme ich auch. Auch wenn es nur ist, um abzusagen. Absagen? Du willst mir doch jetzt nicht absagen? Hier nicht direkt absagen, aber wir müssen es verschieben. Warum müssen wir? Hast du überraschend Dienst? Nein, ich bin bei der Gräfin Lichtenfels eingeladen. So, das ist dir wichtiger. Ich folge nur deinen Ratschlägen. Eine Einladung bei der Gräfin Lichtenfels ist wichtiger für meine Karriere als ein Souper mit dir. Das bezweifle ich. Die Gräfin stellt ihre Gesellschaft nach sehr eigenartigen Gesichtspunkten zusammen. Das findest du doch nur, weil sie dich nie einlädt. Aber Zeno, du weißt sehr gut, dass ich darauf keinen Wert lege. Aber ich! Wenn ich gewusst hätte, dass du so ein Theater machst, wäre ich überhaupt gar nicht gekommen. Das nächste Mal schicke ich dir meinen Burschen mit einem Brief. Du wirst nicht dorthin gehen! Ich lasse mich nicht dauernd von dir kommandieren. Adieu! Herr Christian! Das ist aber nett, lieber Zeno, dass Sie gekommen sind. Herr Gräfin, wenn Sie rufen, kann mich nichts abhalten. Windler, mir brauchen Sie keine Komplimente zu machen. Kommen Sie, machen Sie lieber Musik. Zu Befehl. Servus, meine Herren. Servus. Was ist denn heute gar nichts los? Gar keine Fashion-Weiber? Aber stinkt langweilig. Da schau.
Angelis. Leutnant Zehner von Baumgarten. Baroness, ich freue mich ganz außerordentlich. Doktor, Sie wollen uns schon verlassen. Mögen Sie Musik auch so gern, Herr Hauptmann? Bisher habe ich das noch nie empfunden. Das Burgtor, die Ringstraße, der Prater. Darf ich mich gehorsamst als Begleitung empfehlen? Es ist dann sowieso ein Herr zu wenig. Wieso? Naja, Baroness Paulini und du, das ist einmal ein Paar. Darf ich die Damen bekannt machen? Gestatten Sie, Baroness? Baroness Heimenick. Ich freue mich. Es muss sich auch jemand um Baroness Nadeschda kümmern. Ja, ich weiß nicht, ob ich morgen... Aber selbstverständlich, Pauline, du kommst doch mit. Bitte, Baroness Heimenick. Ich freue mich schon so auf morgen. Hoffentlich regnet's nicht. Ich bitte um Verzeihung, Gräfin, dass ich die Dame so bedrohen muss. Lieber Zehner, Sie wagen zu viel. Ist es nicht schon ziemlich spät? Hans wird aufgehalten worden sein. Daran muss man sich bei ihm gewöhnen. Na, wollen wir nicht fahren? Nein, Herr von Baumgarten, wir warten auf den Hauptmann. Ja, aber wenn er nicht pünktlich ist. Dann fahren wir eben nicht. Hauptmann Angelis. Na also. Also, Entschuldigung, dass ich so spät komme. Hauptsache, Sie sind da. Darf ich mich verabschieden? Danke vielmals, Gräfin Christian. Wiedersehen, Sie. Darf ich bitte? Auf Wiedersehen, Helene. Grüß dich, nach. Pauline. Und hier, meine sehr verehrten Herrschaften, sehen Sie das Parlament. Aha, sehr interessant. Hier erlauben wir den verehrten Bürgern, den Mund aufzutun. Hier dürfen sie reden, was sie wollen und so lange sie wollen und wie viel sie wollen. Nützen tut sie dann sowieso nichts. Praterfahrt war keine sehr gute Idee. Pardon, diese Idee war ja auch nicht von mir. Der Herr Hauptmann wollte unbedingt in den Prater fahren. Ich? Ich habe mir den Prater auch anders vorgestellt. Ist er ja auch, aber um diese Jahreszeit? Im Frühling muss man hierher kommen, wenn alles blüht. Frühling? Da friert man ja gleich noch mehr. Ist dir kalt, sollen wir umkehren? Ja, ich glaube, ich muss nach Hause. Ich brauche einen heißen Tee. Na, das können wir auch hier haben, falls ich hier gleich hinunter zum Heustadelwasser. Heiße Würsteln, heißer Tee, Glühwein, das Beste, was der Prater bietet. Wir sind da. Bitte nur einzutreten, meine Herrschaften. Danke. Dankeschön. Was ist? Kommt ihr nicht mit? Ich muss mir ein bisschen die Füße vertreten. Eigenartig, dass der Baroness nicht kalt wird. Baroness Korf musste leider eiligst nach Hause. Sie lässt sich entschuldigen. Wirt, besorgen Sie uns rasch einen Fiaker. Bitte sehr, Hauptmann. Es ist euch doch recht, wenn wir gleich gehen. Ich habe morgen einen wichtigen Tag. Die beiden werden bald heiraten. Ach, die sind schon so lange verlobt. Da gilt bereits das Sprichwort, wer lange verlobt ist, heiratet bald oder nie. Bald oder nie? Baroness, ich muss schon sagen, mir haben Sie das Rendezvous versprochen, aber getroffen haben Sie sich mit dem Hauptmann Angelis. Wieso? Jetzt sitzen wir 2 Stunden hier und Sie reden von nichts anderem als von ihm. Entschuldigen Sie, Zehner. Nein, Baroness, das ist unentschuldbar. Außer Sie geben mir Revanche. Die bin ich Ihnen jetzt eigentlich schuldig. Welche Strafe kriege ich denn? Es muss ja nicht gleich eine Strafe sein. Ich bin schon zufrieden, wenn ich Sie auf den ersten Ball der Saison führen darf. Darf ich? Vielleicht. So kurz und gut. Ich wünsche nicht, dass du mit dieser Nadeschda Korf weiterhin gesehen bist. Also schön, dann werden wir uns halt so einrichten, dass man uns nicht mehr zusammen sieht. Ich habe dir oft genug meine Meinung über solche Weiber gesagt. Noch dazu eine Ausländerin. Ich möchte höflich bitten, eine Dame, die ich wahrscheinlich heiraten werde, nicht als ein Weib zu bezeichnen. Heiraten? Ja, hast du was dagegen? Sag mal, bist du verrückt geworden? Wozu willst du denn heiraten? Na, wozu? Wozu will man heiraten? Mit dieser Heirat ruinierst du deine ganze Karriere. Gegen Baroness Korf liegen ganz bestimmte Gründe vor. Nämlich welche? Was heißt, darf ich nicht sagen. Also nimm gefälligst Vernunft an. Oder ich könnte unangenehm werden. Wie wenn du nicht schon unangenehm genug wärst. Zeno! Aber ja! Dass du mir hin und wieder finanziell aushilfst, das gibt mir doch noch lange kein Recht. Warne dich! Wenn ich jetzt
reich heirate, dann kriegst du dein Geld wieder und dann hörst und siehst du nichts mehr von mir. Halt den Mund! Ach, du verstehst das eben. Bleib gefälligst. In jedem Dreck machst du eine Szene. Ich bin überarbeitet. Ich habe Ärger im Dienst. Ich habe auch meine Sorgen. Na, wie viele Sorgen hast du denn? 800, die Schneiderrechnung. Ja. Sag dem Schneider, er soll mir die Rechnung schicken. Ich danke dir. Du musst doch einsehen, ich kann nicht dauernd in diesen alten Fetzen herumrennen. Jetzt, wo die Bälle anfangen. Bitte mich nicht gleich verlieren, meine Damen. Und das ist Angelis. Da wäre noch Platz für uns. Wir sind natürlich wieder zu spät. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann nie pünktlich sein. Aber von dem Ball versäumt man Gott sei Dank nichts. Darf ich gehorsamst um Urlaub bitten? Natürlich. Darf ich bitten? Nein, danke. Ich möchte jetzt nicht tanzen. Verzeihen Sie, meine Damen. Dann wollen wir nicht Platz nehmen. Was hast du mit ihr getan? Ich frage dich, was du mit Nadeshda getan hast. Ich bin dir in keiner Weise Rechenschaft schuldig. Trotzdem aber sage ich dir, dass ich Baroness Korff als unerwünscht über die Grenze abschieben lasse. Und was erwartet sie dort? Ach, was jenseits der Grenze geschieht, geht mich nichts an. Damit ist dieser Fall für mich endgültig erledigt. Aber nicht für mich. Ich weiß ganz genau, warum du das getan hast. Das hast du nur getan, weil du weißt, dass ich diese Frau liebe. Ich verbiete mir private Einrichtungen. Ach, dann misch dich auch nicht in meine privaten Angelegenheiten. Sehen. Ach, was? Es hängt mir jetzt endgültig zum Hals heraus, dieses ewige Bemuttern von dir. Keinen Schritt darf man tun ohne deine gütige Erlaubnis. Ich schätze es nicht, dass du in einem solchen Ton mit mir sprichst. Na, was glaubst du, was ich alles nicht schätze? Spiel dich nur ja nicht so auf. Das ist also der Dank. Was für ein Dank? Wofür soll ich dir dankbar sein? Für das bisschen Geld, das du mir so hinschmeißt? Für dich habe ich das alles getan. Na, was hast du denn für mich getan? Damit du aber nichts mehr jetzt für mich tun musst, werde ich heiraten, und zwar sehr bald. Das wirst du nicht tun. Ich muss. Und wenn es nicht Nadeshda ist, so eine andere Frau mit Geld. Meine Schulden sind höher, als du ahnst. Ja, aber ich habe dir... Aber es ist doch lächerlich, ich brauche 12.000 Kronen und zwar sofort. Du Schwein, du willst mich erpressen. Geh, geh! Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Geh. Na, hoffentlich, kann ich nur sagen. Hoffentlich für dich. Denn wenn es mir einfallen sollte, Geschichten über dich zu erzählen... Dann lebst du nicht mehr. Du verstehst mich. Ich habe das ja gar nicht so gemeint. Ich bin halt am Ende. Ich muss mich morgen erschießen. Bist du wahnsinnig? Ich muss morgen bis 12 Uhr mittags das Geld haben. Der Kerl ist heute in Wien eingetroffen, hat mir das als letzte Frist gegeben. Entweder ich habe morgen das Geld oder... Herr, bitte hör auf. Also ich werde das schon erledigen. Aber ich muss es bis morgen Mittag haben. Ja, 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 ich werde das schon machen. Ich habe noch eine Möglichkeit. Christian, verzeihen Sie, Gräfin, dass ich unangemeldet hier bei Ihnen eindringe. Darf ich Sie einen Moment sprechen? Nein, bitte bleiben Sie. Ich suche Nadeshda, wo ist sie? Nadeshda ist abgereist. Wieso, wann? Gestern. Man hat sie gezwungen, nach Russland zurückzukehren. Ja, aber wenn sie die Grenze überschreitet, ist sie in äußerster Gefahr. Wieso? Verzeihen Sie, Gräfin, ich kann Ihnen das im Moment nicht erklären. Man muss sofort für sie etwas tun. Aber sie kann die Grenze noch gar nicht erreicht haben. Man muss unbedingt versuchen, sie zu retten. Herr Leutnant, ich bitte um Entschuldigung, aber Ihr Bursche ist draußen. Er sagt, Sie möchten sofort nach Hause kommen. Zwei Offiziere erwarten Sie. Danke, ich komme.
Entschuldigen Sie, ich kann... Ich habe jetzt keine Gelegenheit. Seien Sie unbesorgt. Ich werde sofort versuchen, Sie noch zu erreichen, bevor Sie die Grenze übertritt. Ich danke Ihnen. Grüß die Hand. Wiedersehen. Wiedersehen.